Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video, diesmal zum Thema, was dir dein Symbol über dich erzählen will. Wenn du von der geistigen Welt zu einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Problem Impulse erhalten möchtest, dann ziehe eine Karte aus dem Stapel. Dies machst du intuitiv und wählst mit Hilfe eines Pendels, einer Einhandroute oder des kinesiologischen Muskelsets aus. Nachdem du eine Karte aus dem Kartenset gewählt hast, liest du den Text auf der Karte bzw. den Text im Begleitbuch aufmerksam durch. Diese Texte helfen dir bei der Entschlüsselung der Botschaft des Symbols, indem sie dich auf gewisse Themen hinweisen, die für deine Situation bzw. dein Problem relevant sind, auf Blockaden, die es zu überwinden gilt, oder Lernschritte, die noch gemacht werden müssen. Neben Blockaden und Lernschritten könnte es auch gut sein, dass die Symbolkarte dich auf ein zu viel oder ein zu wenig hinweisen möchte. Angenommen, du verwendest die Engeltransformationssymbole und ziehst das Symbol Nummer 7, absolute Eigenverantwortung. Dies könnte dich einerseits darauf hinweisen, dass du zu unentschlossen bist und Verantwortung gerne auf andere abwälzt, oder andererseits, dass du zu sehr auf deine Eigenverantwortung beharrst und Hilfe von außen nicht annehmen kannst. Um herauszufinden, worauf dich die Symbolkarte hinweisen möchte, braucht es ehrliche Selbsterkenntnis sowie den Willen, auch unbequeme Einsichten anzuerkennen. Sei dir auch darüber bewusst, dass die Symbolkarten dich nicht nur auf ungeklärte Themen hinweisen können. Manchmal verweisen die Symbole auch auf Themen, die du bereits bearbeitet hast. In diesem Fall geht es darum, dir aufzuzeigen, wo noch nachgearbeitet werden sollte, damit die Situation auch in Zukunft stabil bleibt und du nicht wieder in alte Muster zurückfällst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Karten dich sowohl auf Themen aus deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart oder deiner nahen Zukunft hinweisen können. Falls es dir schwerfällt, die Themen der Karte einer gegenwärtigen Situation bzw. einem Problem, das sich dir derzeit stellt, zuzuordnen, könnte das bedeuten, dass es sich dabei ein Lernthema handelt, das sich erst in der nahen Zukunft auftun wird. Oder aber es handelt sich dabei um ein Lernthema, das in deiner Vergangenheit liegt oder das du aus einem früheren Leben mitgebracht hast und das dir aus diesem Grund gar nicht mehr bewusst ist. Auf jeden Fall gilt es zu beobachten, dass es sich bei meinen Karten um keine Wahrsagekarten handelt, die dir die Zukunft weissagen. Wie du deine Zukunft gestaltest, liegt immer noch in deiner Hand. Abschließend gilt es noch festzuhalten, dass es sich bei den Themen, die dir die Karten aufzeigen, nicht immer nur um Themen handeln muss, die dich persönlich betreffen. Manchmal kann es auch sein, dass die Karten dich auf Themen von deiner Sippe oder Herkunftsfamilie oder Menschen in deinem Umfeld hinweisen. Um das zu unterscheiden, braucht es jedoch ehrliche Selbsterkenntnis. Egal mit welcher meiner Symbolgruppen du arbeitest, diese Informationen treffen auf alle derzeit erhältlichen Kartensets zu. Generell gilt jedoch, lass dich auch hier von deiner Intuition leiten. Solange du ehrlich zu dir selber bist, kann es kaum zu Missverständnissen kommen. Lerne mehr über mich und meine spirituellen Werkzeuge auf meiner Homepage, auf Facebook, auf Instagram oder auf meinem Blog.